Hallo und herzlich willkommen zur Sternstunde, die heute in Köln auf der Photokina zu Gast ist. Und da gibt es natürlich auch für Astronomen einiges Interessantes zu entdecken aus dem Bereich Fotografie oder Optik. Und genau da haben wir uns auf die Suche begeben. Aber zunächst die News, diesmal ganz im Zeichen des spannendsten Weltraumabenteuers des Jahres. Die Sonde Rosetta fühlt einem Kometen auf den Zahn. 10 Jahre hat die Reise quer durch das Sonnensystem gedauert, aber nun ist die europäische Raumsonde Rosetta am Ziel. Seit dem 6. August hält sie sich in unmittelbarer Nähe des Kometen Churyumov-Gerasimenko auf und ist inzwischen gar auf einer echten Umlaufbahn. Und am 11. November soll sie eine kleine Landeeinheit namens Philae auf dem Kometenkern absetzen. Viel macht er am irdischen Himmel nicht her. Der Komet, den die meisten nur CG 67P oder Churi nennen. Selbst das Very Large Telescope mit seinem 8-Meter-Spiegel sichtete im August nur eine bescheidene Gas- und Staubhülle um den darin versteckten Kern und einen Stummelschweif. Der bescheidene Anblick ist aber auch kein Wunder. Noch ist CG auf seiner elliptischen Bahn ziemlich weit von der Sonne wie der Erde entfernt. Rosetta dagegen hat nicht nur den Kometen erreicht, sondern auch ihre Bahn der seinen perfekt angeglichen. Dazu waren nach dem Start 2004 mehrere Vorbeiflüge an Planeten nötig gewesen, um mit ihrer Schwerkraft die Richtung immer wieder stark zu verändern. Und zuletzt hatte eine ganze Serie von Triebwerkszündungen die Geschwindigkeitsdifferenz Sonde-Komet auf fast null reduziert. Mit der Annäherung an den Kometen verwandelte sich dessen Kern schließlich den Juli hindurch von einem Lichtpunkt zu einer kleinen Welt. Und was für einer! Der Anblick aus 37.000 Kilometern Entfernung. Für die Teleoptik der wissenschaftlichen Kamera OSIRIS war CGs Kern jetzt ein paar Pixel groß und eine ausgesprochen unrunde Gestalt begann sich bereits abzuzeichnen. Aber noch ahnte niemand, wie verwegen die Gestalt des Kometenkerns sein würde. 10 Tage später eine ganze Bildserie aus 12.000 Kilometern. Noch sind keine Details auf der Oberfläche des Kerns zu sehen, aber seine Gestalt ist schon deutlich geworden. Ein großes und ein kleineres Objekt sind über eine schmale Brücke verbunden. Fast jeden Betrachter erinnert das Ergebnis an eine Gummiente mit Körper, Hals und Kopf. Das erste Gestaltmodell des Kometenkerns erstellt aus der Aufnahmeserie. Niemand hatte einen derart zerklüfteten Himmelskörper erwartet, auch wenn die Gestalt von Kometenkernen schon immer für Überraschungen gut war. Das Endchen Ende Juli aus 2000 Kilometer Distanz. Allmählich wurde klar, dass nicht nur die Gestalt des Kometenkerns extrem kompliziert war. Auch seine Oberfläche ist alles andere als glatt. Und darauf soll man landen? Anfang August, nur noch 285 Kilometer Abstand. Der Kern von CG ist zu einer Welt für sich geworden, voll aufregender Details und Landschaftsformen. Ein Gemisch aus Fels und Eis, bedeckt von einer dicken Staubschicht, die nirgends einen direkten Blick auf Eisfelder erlaubt. Die bewegte Vergangenheit des Kometenkerns ist zu erahnen, der bei früheren Sonnenbesuchen geheizt wurde und dann kräftig ausgaste. 130 Kilometer Abstand. Der Kometenkern passt nicht mehr ins Bildfeld der wissenschaftlichen Kamera. Aber dafür werden immer neue Landschaften sichtbar, inklusive eines faszinierenden Grabens. Die Rosetta-Wissenschaftler sind genauso begeistert wie die Fans der Mission und weitgehend ratlos, wenn es um die Erklärung von Details geht. Eine weitere OSIRIS-Ansicht aus 104 Kilometern Abstand, kurz nachdem die Annäherung Rosettas an den Kometenkern am 6. August zu einem vorläufigen Ende gekommen war. Unten der Körper des Entchens, oben der Kopf. Dazwischen der auffallend glatte Hals. In diesem Bereich sichtete Rosetta auch schon die ersten Ausströmungen von Gas und mitgerissenem Staub. Nun war Rosetta zwar beim Kometen angekommen, aber noch in keiner echten Umlaufbahn. Dafür war die Schwerkraft von CG in 100 Kilometern Abstand noch zu schwach. Und so ging es weiter, beziehungsweise wird es im Herbst noch weiter gehen. Zuerst beschrieb Rosetta zwei Dreiecke vor dem Kometenkern, erst in einem mittleren Abstand von 100, dann von 50 Kilometern, während der Kern unter der Sonde rotierte. Seine globale Kartierung begann. Dann wurde der Abstand noch weiter verringert, bis am 10. September in rund 30 Kilometern Abstand vom Kernmittelpunkt der erste echte Orbit erreicht wurde.
Die weitere Annäherung in dieser Animation ist nur eine von mehreren im Vorfeld durchgespielten Möglichkeiten. Im Prinzip möchte man am Schluss in einer nur 10 Kilometer hohen Umlaufbahn sein, um den Lander abzusetzen. Aber wenn die Aktivität des Kerns deutlich zunimmt und seine dichter werdende Gasumgebung Rosetta zu ungemütlich werden sollte, bleibt der Abstand größer. Außer der wissenschaftlichen Kamera Osiris trägt Rosetta auch eine Navigationskamera. Sie hat zwar nicht dieselbe Abbildungsschärfe, wird aber regelmäßiger eingesetzt und es sind auch weit mehr ihrer Bilder in die Öffentlichkeit gelangt. Aus jeder Richtung sieht der Kern wieder anders aus. So sah ihn die Navigationskamera aus 115 Kilometern Abstand, aus 102 Kilometern, aus 83 Kilometern, aus 79 Kilometern und aus 64 Kilometern Abstand. Aus nunmehr 62 Kilometern Höhe liegt auch wieder eine Osiris-Aufnahme vor. Sie zeigt nun immer mehr starke Zerklüftungen mit teilweise extrem spitzen Zacken, vermutlich Spuren früherer Aktivität, die dort nur noch Reste des flüchtigen Kernmaterials hinterließ. Und immer wieder auch größere isolierte Brocken, die in bestimmten Zonen herumliegen. Wiederum von der Navigationskamera der Kometenkern aus nur noch 51 Kilometern Abstand. Und schräger von der Sonne beleuchtet als bisher, als für Rosetta weitgehend Vollschuri herrschte. Und schließlich ein Bild fast im Gegenlicht aus nunmehr 28 Kilometern Abstand, mit der Schattenzone durch reflektiertes Licht indirekt beleuchtet. Alle Aufnahmen des Kerns wurden hier übrigens stark aufgehellt gezeigt. Das tatsächliche Reflexionsvermögen der staubigen Kernoberfläche beträgt gerade einmal 4%. Viel Zeit zum Erforschen dieser aufregenden Welt bleibt in der ersten Missionsphase Rosettas nicht. Ein Vierteljahr nach der Ankunft muss gelandet werden. Und so gehörte die Erstellung eines immer genaueren dreidimensionalen Modells zu den ersten Aufgaben. Die Farben kodieren bereits auf dieser frühen Version die Lichtverhältnisse und andere wichtige geometrische Aspekte. Mit den immer schärfer werdenden Bildern von Osiris zeigte sich auch, dass es auf Churis Oberfläche zahlreiche Landschaftstypen gibt, die hier farblich voneinander abgesetzt sind. Nur wenige eignen sich überhaupt für eine Landung und oft liegt bedenkliches Terrain gleich daneben. Zwei Landestellen wurden schließlich Mitte September ausgewählt. Keine ist optimal, aber gegen J auf dem Kopf gab es noch die insgesamt wenigsten Einwände. Und so wurde sie einstimmig zum Primärziel erkoren. Sollte sich im Laufe der weiteren Erkundung aber zeigen, dass es bei J doch gravierende Probleme gäbe, würde auf C gewechselt. Dann wäre aber vermutlich der 11. November als schon lange vorgesehener Landetag nicht mehr zu halten. Die Landestelle J im Detail und im Kontext des gesamten Kerns. Hier sind die Geländesteigungen meist kleiner als 30 Grad und es liegen eher weniger Brocken herum, die die Landung im letzten Moment ruinieren könnten. Im Detail besehen ist allerdings auch J lange nicht so glatt und ungefährlich, wie es sich die Planer einst für den optimalen Landeort erhofften. Immerhin ist die Nachbarschaft interessant. Nur einen halben Kilometer entfernt wird Churi vermutlich bald lokale Aktivität zeigen. Und gelandet werden kann ohnehin nur auf etwa einen Kilometer genau. Nachdem der Lander Philae vom Mutterschiff abgetrennt wurde, sinkt er ohne weitere Steuerung oder Antrieb Richtung Oberfläche. Im aktuellen Szenario dauert der Abstieg 7 Stunden. Nach dem Aufsetzen versuchen mehrere Mechanismen, den Lander sofort an die Oberfläche zu binden. Harpunen werden in den Boden gefeuert, Schrauben versuchen sich in eventuell vorhandenes Eis zu drehen. Wie auch immer die Mission Philaes ausgeht, die zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten dauern kann, auch ein Fehlschlag wäre kein Desaster. Denn schon jetzt ist Rosetta ein grandioser Erfolg und dürfte mehr Kometendaten gewonnen haben als jede Mission zuvor. Das ist zum Beispiel der Staubanalysator COSIMA. Sein eingebautes Mikroskop zeigt hier die ersten 2 eingefangenen Staubteilchen von Komet CG, die dann mit einem Ionenstrahl beschossen werden, um ihre chemische Zusammensetzung zu ergründen. Auch viele andere Instrumente auf Rosetta registrieren bereits Staub und Gas des Kometen. Und ihre große Zeit kommt erst noch nach der Philae-Landung und das Jahr 2015 hindurch, wenn der Komet CG mit sinkendem Sonnenabstand immer aktiver wird.
Und eine Vorschau auf kommende Spektakel bietet diese von mehreren Amateurastronomen bearbeitete Version eines Bildmosaiks der Navigationskamera. Schon jetzt sind einzelne ausströmende Staubstrahlen deutlich zu erkennen. Das Abenteuer Rosetta hat erst begonnen. Explore Scientific bietet Ihnen eine Vielzahl von Okularen. Von der Einsteigerserie bis zum Spitzenokular. Von hochkorrigierten 68 Grad Weitwinkelokularen über 82 Grad Okulare mit Argonfüllung bis hin zu 100 Grad Okularen mit ausgezeichneter Randschärfe. Mit dem 120 Grad Referenzokular hat Explore Scientific die Ära der Gesichtsfeldbegrenzungen beendet. Erleben Sie ein völlig neues Beobachtungsgefühl. Die Sternstunde auf der Photokina. Wir sind bei der Firma Kova und ich spreche mit Günther Reisner, dem Marketingmanager. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Klären Sie es auf. Die Firma Kova ist vielleicht nicht allen so ein Begriff. Was macht die? Sie haben recht, das ist nicht mehr ganz so geläufig in unserer Fotografiewelt, was Kova an Background hat. Ich kann Ihnen aber sagen, Kova ist eine privat geführte japanische Firma, die zweitgrößte Japans. Sie wurde gegründet vor genau 120 Jahren und war damals im Textilhandel tätig. In der Zwischenzeit sind wir aufgestiegen zu einem, möchte ich mal sagen, multinationalen Konzern mit ganz, ganz vielen verschiedenen Geschäftsfeldern. Ich vertrete das Geschäftsfeld für die Sportoptik und für die Fotografie in Europa. Aber wir haben sehr interessante Geschäftsfelder wie zum Beispiel Windradenergie, wir haben eine eigene Hotelkette, wir haben Versicherungen, wir verkaufen hauptsächlich Medizin. In Japan kennt uns jeder als Pharmaceutical-Unternehmen und wir haben ja ein sehr breit gefächertes, typisches japanisches Portfolio, von allem ein wenig. Und hier sind wir verabredet zum Thema Optik. Fangen wir mal an mit dem Thema Sternfotografie. Das ist eine sehr anspruchsvolle Sache, denn da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen, wie scharf man Sterne abbilden kann. Mit Zoom-Optiken ist man da nicht immer gut bedient. Sie haben hier auf der Messe eine Lösung dafür. So ist das. Auch wir haben diese Schwäche erkannt und wir haben auch erkannt, dass wir innerhalb des Hauses Kovas noch keine Lösung hatten bis vor kurzem. Deswegen haben wir ein modulares Teleobjektivsystem entwickelt. Warum modular? Weil wir mehrere verschiedene Brennweiten anbieten möchten, ohne dass man gleich zum Zoomen kommt. Und zwar gibt es Festbrennweitenmodule mit 350, mit 500 oder mit 850 mm für alle gängigen Kamerasysteme. Das Wichtigste an diesen Objektiven ist aber nicht das Modul, sondern das Wichtigste an diesen Objektiven ist die verarbeitete Linse aus reinem Fluoridkristall. Also weder lediglich ED-Glas oder XD-Glas oder HD-Glas, sondern der reine Fluoridkristall, der von uns gezüchtet wird, wird zu einer durchgehenden Linse verarbeitet und verwendet. Wenn man natürlich schon eine Fluoridoptik hat und ein hochwertiges Teleobjektiv, liegt der Gedanke nahe, dass man nicht nur fotografisch tätig wird, sondern als beobachtender Amateurastronom auch mal ein Okular anbringt und ein Teleskop dann wirklich auch zu einer Live-Astronomie-Beobachtung nutzt. Da sind wir bei Kova genau richtig. Wir sind kein Massenhersteller, sondern wir versuchen, die Nische zu finden und die Nische möglichst punktgenau zu besetzen. Deswegen haben wir für das gleiche modulare System weitere Adaptionsmöglichkeiten auf den Markt gebracht. Wir bieten zum Beispiel einen Prismenadapter an, auf dem dann aus unserem normalen Spektivprogramm Okulare angesetzt werden können. Das dient dann zur terroristischen Beobachtung. An diese Okulare kann ich mit der Kamera schließen, das wird den Insidern als Digiskopie bekannt sein und kann meine Fotos damit machen. Und ich habe einen zusätzlichen Adapter entwickelt, an dem ich auch Okulare aus der Astronomie verwenden kann, die aber nicht von Kova hergestellt sind. Kova macht keine Astro-Okulare, wir bieten aber den Kunden an, unser Objektiv mit seinen bestehenden Astro-Okularen zu verbinden. Sie haben das Stichwort Digiskopie erwähnt. Das bedeutet ja normalerweise den Anschluss einer digitalen Kamera an ein vorhandenes Spektiv. Sie haben hier aber auch eine Lösung präsentiert, die dem wachsenden Trend zur Smartphone-Fotografie Rechnung trägt. Das ist völlig richtig. Wir haben diesen Trend eigentlich schon vor 3 bis 4 Jahren erkannt, dass in der Kombination zwischen Smartphone und Spektiv ein größeres Potenzial steckt als in der Kombination von einer Point-and-Shoot-Kamera. Warum? Das Smartphone habe ich immer dabei und der Adapter für ein Smartphone ist um ein Vielfaches einfacher zu besetzen und zu bedienen als oftmals doch recht komplizierte Adapter für Kompaktkameras. Deswegen haben wir schon vor 2,5 Jahren
damals als einer der ersten einen Adapter zum Beispiel für das iPhone 4S auf den Markt gebracht. In der Zwischenzeit besitzen wir 5 verschiedene Adapter für die gängigsten Modelle. Das heißt, die iPhone-Reihe 4 und 5 mit dem jeweiligen S-Modell sowie die Galaxy-Reihe 4S und 5S können bereits jetzt schon als Digiscopie-Komponente bei uns verwendet werden. Und selbstverständlich ist auch für das iPhone 6 der Adapter in Vorbereitung. Gibt es dann irgendwelche optischen Probleme bei diesen Adaptern? Also man könnte sich vorstellen, bei diesen sehr kleinen Optiken von Smartphones, dass es da vielleicht Vignettierungsprobleme geben könnte. Natürlich wissen unsere Ingenieure schon darüber Bescheid. Und die Breite des Adapterrings ist genau auf die Fokuslänge von unserem Okularen ausgerechnet. Das heißt, es gibt vielleicht minimale Probleme, aber die können mit einem kleinen Dreh des Okulares beseitigt werden. Herr Reisner, vielen Dank für die Informationen und viel Erfolg noch auf Ihrem Stand. Vielen Dank. Eine Kamera mit einer ISO-Empfindlichkeit hoch genug, dass man die Milchstraße freihändig fotografieren kann, klingt utopisch. Daniel Fischer ist bei Sony und hat sich genau so eine Kamera zeigen lassen. Auf der Fotokina, der Leitmesse für Fotografie der Welt, gibt es natürlich Kameras ohne Ende. Und auf den ersten Blick mögen auch viele dieser Kameras gleich aussehen. Aber entscheidend ist, was drinne steckt. Und das hier ist etwas ganz Besonderes. Diese Kamera hat, nachdem sie vor einigen Monaten auf dem Markt erschienen ist, bereits in der Amateur-Astronomen-Szene für größtes Aufsehen erregt, die Sony Alpha 7S. Und was es mit dieser Kamera auf sich hat und warum sie möglicherweise auch bald die Amateurastronomie revolutionieren wird und was wir vielleicht noch in der Zukunft erwarten können, werde ich nun mit Gerrit Gerecke besprechen von der Firma Sony, der uns dieses Wundergerät mal etwas näher vorstellen wird. Was ist denn das Besondere an dieser Kamera? Wir von Sony nennen die Alpha 7S intern als Kamera mit Katzenaugen und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also die Empfindlichkeit, die Lichtempfindlichkeit der Kamera ist extrem hoch. Man findet letztendlich kein vergleichbares Modell. Technisch gesprochen verbirgt sich im Inneren der Kamera ein Vollformatsensor, der eben nur 12 Millionen Megapixel abbildet sozusagen. Und damit können wir eben eine super hohe Lichtempfindlichkeit erreichen. Die normale ISO-Zahl, die diese Kamera erreicht, ist etwas über 100.000. Sie kann aber auf Wunsch des Kunden auf 400.000 gesteigert werden. Was hat es denn mit diesen beiden ISO-Maximalwerten auf sich? 409.000 ist der Maximalwert. Wo man natürlich, wie gesagt, wir können die Gesetze der Physik auch nicht brechen. Je höher die ISO-Zahl, desto schwieriger wird es natürlich, rauschfreie Bilder zu erzeugen. Aber Fakt ist, mit der Alpha 7S können Sie rauschfrei fotografieren in Bereichen, wo alle anderen Kameras im Prinzip schon die Fahnen einfahren müssen. Das ist natürlich für Astrofotografen, die es ein bisschen eilig haben, sehr wichtig. Wo liegt denn so, würden Sie sagen, für das perfekte Bild die Obergrenze, die Sie ISO-mäßig abdecken können? Da können wir uns schon im fünfstelligen Bereich bewegen. Also 16.000, ISO 16.000 ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem man noch gut fotografieren kann. Wenn man sich es genau anschaut, sieht man auch, dass in den kleineren ISO-Zahlen die Alpha 7, Alpha 7R und 7S gar nicht so weit auseinander liegen. Also bis 800, 1200, sowas in diesem ISO-Bereich liegen die Kameras alle recht nah beieinander und erst dann trennt sich die Spreu vom Weizen, sage ich mal. Dann bis in den fünfstelligen Bereich hinein spielt die Alpha 7S ihre Stärken dann voll auf und irgendwann sind wir natürlich dann auch da an einem Punkt, wo es Rauschen einsetzt. Das haben wir in den Demonstrationen auch gerade schon sehen können, wie das funktioniert. Interessant ist ja aber auch, dass man in diesem 400.000er Bereich nicht nur Fotos machen kann, sondern auch filmen kann mit einer normalen Video-Framerate. Das ist doch auch eine Sache, die es vorher noch nicht gegeben hat. Richtig, ganz genau. Die Alpha 7S ist im Prinzip auch ein Geheimtipp für Videoleute, die Spaß am Videofilmen haben. Wir bieten da ja auch jede Menge Equipment an, um wirklich die Alpha 7S auch professionell im Videobereich nutzen zu können. Nicht zuletzt auch wegen der Möglichkeit, 4K-Videos aufzunehmen. Also da sind wir auch sehr gut aufgestellt und da ist die Alpha 7S auch beliebt. Nicht nur bei den klassischen Fotografen, sondern eben auch bei den Videofilmern. Die Alpha 7S ist ja mit einem Straßenpreis von etwas über 2000 Euro sicherlich kein Schnäppchen, bezogen auf die Leistungsmerkmale natürlich schon. Sie gehen aber schon auf einen breiten Markt mit dieser Kamera speziell, nehme ich an, hinein. Ja, das ist für uns ja auch im Prinzip ein neues Feld und wir haben natürlich intern noch lange überlegt, wie ordnet sich die Alpha 7S gerade in der Alpha 7 Familie dann auch ein. Und auch die Verkaufszahlen zeigen letztendlich, dass die Alpha 7 keine absolute Nischenkamera ist, sondern ihren großen Platz letztendlich gefunden hat im Markt. Nun gibt es ja auch die ersten Testberichte schon. Einer hat bemängelt, der Akku würde nicht sehr lange halten. Nach 300 Bildern sei Schluss. Ist das ein Problem und kann man da noch was tun?
Also es gibt ja für alle, die richtig lange fotografieren wollen, sorgenlos, gibt es ja immer noch den Batteriehandgriff, wo dann eben mehrere Akkus auch reinpassen. Also da kommt man dann aus den Problemen heraus. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir gerade bei der Alpha 7 Serie auf ein kompaktes, kleines Gehäuse Wert legen. Und da muss man natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Abstriche machen. Aber allen, die mit der Akkuleistung nicht zufrieden sind, empfehlen wir natürlich den optionalen Hochformat-Handgriff. Und die Robustheit der Kamera generell, Temperaturbereich, Robustheit im Einsatz im Feld und dergleichen, kommt bei Amateurastronomen ja auch oft vor, dass man etwas rabiat mit der Technik umgeht. Die Kamera kann einiges ab. Nicht zuletzt wegen des sehr stabilen Gehäuses, auch der stabilen Bauform. Auch unsere Objektive sind größtenteils Spritzwasser geschützt und auch gegen Staub abgedichtet. Also auch da haben wir einen Blick drauf gehabt, dass die Kamera auch wirklich jeden Outdoor-Einsatz übersteht und nicht nur unter Labor- oder Fotostudio-Bedingungen überzeugt. Letzte Frage noch. Wo sehen Sie den Kameramarkt und speziell diese Alpha-Serie oder verwandte Systeme in, sagen wir mal, 5 Jahren? Wir setzen voll auf den Bereich der Systemkameras. Das sieht man ja auch, wenn man sich unser Portfolio anschaut. Und wir stoßen im Prinzip im Moment genau in eine Lücke rein mit den Vollformat-Systemkameras. Da gibt es nicht viele, die sowas machen in so kompakter Bauform. Und da sehen wir letztendlich auch die Zukunft. Herzlichen Dank. Die Sternstunde ist auf der Fotokina in Köln und einen ganz besonderen Fotografen treffen wir hier, den Michael Schumann aus Wolfsburg. Er macht Full-Dome-Fotografie und wer das aktuelle Titelbild von Interstellarum gesehen hat, diese wunderbaren Star-Trails, das ist von Michael Schumann. Michael, schön, dass du da bist. Ja, hallo Paul, vielen Dank für die Einladung in die Sternstunde. Wie bist du dazu gekommen, Full-Dome-Fotografie zu machen? Ja, also ich habe vorher immer schon mal ein bisschen Zeitraffer experimentiert. Hab 2010 nebenberuflich im Planetarium Wolfsburg angefangen und daraus ergab sich dann im Jahr 2013, Anfang des letzten Jahres also, die Möglichkeit mit der neuen Vollformatkamera von Canon Aufnahmen mit einem Fischei zu machen und das dann in die Kuppel zu bringen. Wir sind hier auf einer Fotomesse. Und viele Kameras bieten ja an, dass man auch schon relativ hochauflösende Videos in der Kamera erstellen kann. Also viele Kameras ersetzen wirklich Videokameras alten Schlages. Aber das ist bei dir nicht gemeint, denn ich glaube, normales HD hilft bei Full-Dome-Projektion nicht weiter, oder? Ja, also die Auflösung ist natürlich wesentlich größer als Full-HD. Deshalb heißt das Format auch bei uns Full-Dome. Also es wird 360 Grad, 180 Grad rüber, einmal die Halbkugel sozusagen bespielt. Und die Geometrie von Fischei-Objektiven ist genau das, was man da braucht, in Verbindung mit einer digitalen Spielreflex. Die 6D, die ich habe, hat eine Auflösung in der Höhe von 3648 Pixeln. Und das heißt also, man kann auf einem Chip, der ein rechteckiges Bild hat, mit der Einstellung Fischei 8 mm ein kreisrundes Bild erzeugen. Und das dann wiederum als Zeitraffer aneinanderreihen, die Bilder, und als Film sozusagen im Planetarium wieder ablaufen lassen. 1:1 wird das an die Kuppel projiziert, die Geometrie passt immer. Wir schauen jetzt mal direkt das erste Beispiel an, und zwar genau das Video, was zum Titelbild von Interstellarum gehört. Erzähl mal, wie es dazu kam. Ja, das war beim STAT, das ist das St. Andreasberger Teleskoptreffen, das diesmal zum 5. Mal stattfand. Und dieses Jahr im August und letztes Jahr im August hatte ich einen Zeitraffer dort gedreht. So rund 10 Stunden Aufnahme an Aufnahme. Und das Titelbild entstand aus dieser JPEG-Sequenz oder RAW-Sequenz ist ja eigentlich, ich nehme ja RAWs auf. Und zeigte 100 Minuten in der Nacht. Dann mit einem Programm StarStax ist das dann zusammengesetzt, sodass diese Strichspuren entstehen. Und das als Video ist natürlich ganz toll und das im Planetarium zu leben noch viel besser, muss ich sagen. Jetzt sind wir schon mitten in den technischen Details, wie du arbeitest. Du beschreibst in dem Artikel im aktuellen Heft auch sehr gut so deinen Workflow, wie du da vorgehst. Es ist ja so, dass du nicht einfach filmen kannst, du musst ja gerade nachts lang belichten. Das heißt, wenn du zu lange Einzelbelichtungen machst, wird das ein sehr kurzes Filmchen, oder sehe ich das falsch? Ja, so ist es in der Tat. Und ich habe jetzt beim WATT, das ist ja das Westhavelländer Astro-Treffen, auch einen Film gedreht. Da habe ich es mal etwas anders gemacht. Da habe ich am Tage ein kurzes Intervall gewählt, also alle 2 Sekunden eigentlich ein Foto gemacht und habe das Intervall in die Nacht hinein, in der Dämmerung, verlängert,
sodass ich nachts 10 Sekunden Aufnahmen gemacht habe. Und das ist so das Minimum, um Milchstraße bei ungefähr 2000 ISO noch darstellen zu können. Man muss dann natürlich das Ganze nochmal nachbearbeiten, das ist klar. Gerade diese Übergänge von Tag zu Nacht, das ist ja auch von der Belichtung her sehr anspruchsvoll. Das heißt, da ist viel manuelle Nachkorrektur gefragt oder automatisierst du das Ganze? Ja, also bei mir läuft das Ganze manuell halt ab. Ich habe ein Intervallometer, das quasi den Intervall vorgibt und habe dann am Tage, wird mit der Automatik aufgenommen, mit der Zeitautomatik. Und wenn ich dann in die Nachteinstellung gehe, dann muss der ISO-Wert schon stimmen. Und ich mache dann im Grunde genommen folgendes, sagen wir mal, eine Stunde dauert die Dämmerung, Sonne minus 3 Grad unterm Horizont bis minus 11. In der Zeit regel ich dann nach, das Histogramm auf der Kamera sozusagen wird immer weiter nach links geschubst und es wird dann auch wirklich dunkel. Wenn man das nicht machen würde, würde die Kamera versuchen, immer alles möglichst gleich hell zu machen. Und das sieht dann nicht nach natürlicher Dämmerung aus. Also das muss man entweder manuell machen, es gibt aber auch Automatiksysteme bis hin zu Notebook, ja, die aber auch wieder Strom kosten und so weiter. Ne? Ja. Reden wir mal über das Thema Nachbearbeitung. Du arbeitest mit RAW-Bildern oder du hast eben auch JPEGs erwähnt. Da ist ja sicher eine Menge an Software vonnöten, um quasi aus den Einzelbildern dann auch einen Zeitraffer in dieser Qualität zu generieren. Also eigentlich gar nicht so viel. Ich verwende Adobe Lightroom und das ist ein hervorragendes Programm, um die Bilder zu verwalten und auch zu bearbeiten. Die lassen sich dann, man kann ein Bild bearbeiten und dann kann man das wunderbar synchronisieren mit den anderen Bildern. Und ich mache das in Verbindung mit LR Timelapse, um noch zum Beispiel die Flicker am Tage rauszubekommen oder Belichtungsreihen halt zu optimieren dann halt. Ne? Und das ist eigentlich so der Workflow. Ich arbeite natürlich mit den RAW-Bildern, da hat man die größtmöglichsten Möglichkeiten. Letztendlich kommen dann JPEG-Sequenzen dabei raus bei mir, die mit 30 Bildern pro Sekunde dann im Planetarium wiederum abgespielt werden. Also ein 10 Stunden aufgenommener Zeitraffer sind dann vielleicht 4 Minuten oder 5 Minuten nachher, also wie ein Musikclip eigentlich. Du hast dich nicht nur auf die Nacht als Astrofotograf beschränkt. Dein kreativer Ansatz ist weiter. Wir können mal in zwei Beispiele reingucken, wo du zum Thema Energie dir deine Motive ausgewählt hast. Erklär uns das mal. Ja, und zwar war das einmal das Thema Windfarm. Farm passt ganz gut, weil ich mitten in einem Kornfeld stand und ein paar Windräder da waren. Und ich habe da eine Nacht diesen Zeitraffer gedreht, wo man gerne auch mal reinschauen kann. Die Windräder haben übrigens die ganze Nacht ganz normal durchgedreht bei Windstärke 2. Das wirkt natürlich in dem Zeitraffer immer etwas so, als wenn die stehen bleiben, wieder rückwärts sich bewegen. Und das ist es auch, was auch den Reiz von Zeitraffern ausmacht. Man weiß nie, was man nachher als Resultat rausbekommt. Ne? Also es ist immer noch überraschend. Dein neuester Streich ist mit einer Art Weichzeichner-Effekt, dass du dich dem Thema Wasser gewidmet hast. Ja, ich habe von Freunden Zeitraffer im Planetarium gesehen, die das Thema Wasser hatten. Und gerade im Zeitraffer wirkt Wasser dann sehr hektisch, egal ob Wasserfall oder fließendes Wasser in Bächen. Und man kann ja vor eine Fischei-Optik nicht einfach einen Graufilter setzen. Den gibt es einfach nicht. Und es gibt von der Firma Astronomic XL-Clip-Filter. Die kann man quasi zwischen Objektiv in die Kamera reinsetzen. Der Spiegel ist dann hochgeklappt. Und wenn man da einen entsprechenden Graufilter wählt, kann man tagsüber bei hellem Sonnenlicht Belichtungszeiten von 10 Sekunden erreichen. Und das führt dann natürlich dazu, dass, wie man im Beispiel sieht, das Wasser wirklich weich gezeichnet wird sozusagen. So ein Clip, du sagtest ja schön, das ist so lang wie ein Musikclip, da sind wir auch beim Thema Musik. Also normalerweise, wenn man im Planetarium was zeigt, da ist ein Sprecher, da ist Musik. Wie löst du dieses Thema? Ja. Also es ist ja so, im Planetarium, das ist kein Film wie im Kino oder im Fernsehen, sondern wir nennen es auch Shows, Full-Dome-Shows, weil immer Musik dazu gehört und man kann viele andere Dinge noch mit einbauen. In meinem Fall ist es so, dass mein 17-jähriger Neffe Thilo Schumann das Ganze musizierend begleitet und das ist eine schöne, fruchtbare Zusammenarbeit. Es gibt ja eine regelrechte Szene für Full Dome. Du bist einer der Innovativen, aber nicht der Einzige. Es gibt sogar ein Full Dome Festival.
Ja, es gibt sogar mehrere, aber eins kann man ganz besonders erwähnen, das ist das Fuldum Festival in Jena, das jedes Jahr im Mai stattfindet. Da kommen ziemlich viele Kreative vorbei, wobei dann auch nicht nur Astrofotos natürlich das Thema sind, sondern es gibt alle möglichen Fuldom-Produktionen. Seit dem Jahr 2001 gibt es ja die Möglichkeit, in Planetarien solche Fuldom-Shows zu zeigen. Und ich möchte noch auf eine andere Veranstaltung hinweisen. Und zwar im Planetarium Wolfsburg gibt es am 7. März 2015 zum dritten Male die Veranstaltung Amateurastronomie in 360 Grad. Und da sind auch alle Amateurastronomen aufgefordert, Fotos einzureichen. Es müssen nicht All-Sky-Bilder sein. Wir können auch alles mögliche andere zeigen in der Kuppel. Ja, wie gesagt, herzlich eingeladen alle. Sehr gut. Dann bleibt nur noch wirklich alles Gute dir zu wünschen. Noch eine Webseite vielleicht, wo man deine Bilder auch in Rechteckformat am PC gucken kann? Ja, genau. Das ist bei Vimeo. Muss man einfach mal die Seite Vimeo, die Filmseite aufrufen und dann Michael Schomann eingeben, in einem Wort geschrieben. Und da kann man viele Beispiele finden. Wie gesagt, das ist Rechteckformat. In der Kuppel ist die Wirkung eine völlig andere. Ja. Und das sollten sich alle mal angucken. Michael, vielen Dank für deinen Input hier, deine Kreativität und weiterhin frohes Schaffen. Schön, dass du da warst. Die Sternstunde heute unterwegs auf der Fotokina. Astrofotografie, natürlich ein großes Thema. Wie kriegt man Sterne wirklich punktförmig und scharf hin? Und eine Firma, ja, die fast sprichwörtlich für scharfe Abbildung steht, ist Zeiss und Daniel hat sie besucht. Jeder astronomische, generell optische Abbildungsprozess beginnt mit dem Objektiv. Und welcher Name fällt einem ein, wenn man sich über Objektive erkundigt? Die Firma Zeiss natürlich, ein Pionier auf der Entwicklung von Hochleistungsoptiken. Und hier auf der Messe unterhalte ich mich mit Herrn Bertram Hönninger über neue Entwicklungen, aber auch die Geschichte der Optiken und insbesondere, was die Besonderheiten von Zeiss-Objektiven sind. Wie hat das eigentlich bei Zeiss alles angefangen mit der Objektiventwicklung? Den Geschäftsbereich Foto- und Filmobjektive bei der Carl Zeiss AG gibt es schon seit 1890. Damit sind wir einer der ältesten Hersteller von Objektiven für die Fotografie und für den Film. Und im Lauf der Geschichte seither haben wir sehr wesentliche Meilensteine gesetzt in der Optikentwicklung, die eben die Hochleistungsobjektive von heute ermöglichen. Die werden natürlich mittlerweile auch von anderen Herstellern teilweise kopiert, aber die grundlegenden Entwicklungen, wie zum Beispiel die Vergütung in den 1930er Jahren, die T-Stern-Vergütung, die Mehrschichtvergütung, die wir eben entwickelt haben, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, um die Leistungsfähigkeit der Objektive bis heute wesentlich zu erhöhen und aufwendigere Optikkonstruktionen, als es vorher vor der Erfindung der Vergütung möglich war, zu realisieren. Was macht denn ein gutes Objektiv aus? Was sind so die wesentlichen Eigenschaften, die es erfüllen sollte? Da gibt es natürlich unterschiedliche Anforderungen, je nach Anwendungszweck. Es ist natürlich schwer zu sagen, es gibt ein optimales Objektiv. Das hängt immer von der Anwendung ab. Aus Ihrem Bereich, astronomische Anwendungen, ist natürlich ein sehr anspruchsvoller Bereich für jedes Objektiv, weil kleine, relativ helle Lichtpunkte vor dunklen Hintergründen bringt jedes Objektiv an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Und hier sind Abbildungsfehler, die eben durch die optische Abbildung bei einfachen Objektiven deutlich sichtbar sind, eben sehr schnell zu detektieren. Und deswegen müssen sie mit aufwendigen optischen Konstruktionen eliminiert werden. Eine Herausforderung, der sich gerade viele Amateurastronomen heutzutage stellen, sind extreme Weitwinkelaufnahmen des Himmels, teilweise auch mit Landschaft im Bild. Man möchte natürlich bis zum Rand hin dann auch verzeichnungsfreie Abbildungen haben. Was sind da besondere Lösungen, die für ein Zeiss-Objektiv sprechen würden? Wir haben hier vor etwa 3 Jahren das neueste Objektiv dieser Art auf den Markt gebracht, das Distagon 2,8 15 mm, ein Superweitwinkelobjektiv mit 110 Grad Bildwinkel. Das Objektiv ist erhältlich mit Canon und Nikon Anschluss für Vollformatkameras. Damit habe ich eben die Möglichkeit, teilweise bis zum Horizont eben Aufnahmen zu machen. Die Leistungsfähigkeit des Objektivs ist ganz besonders. Nicht nur die Vergütung, die ich schon erwähnt habe, die Verzeichnungsfreiheit natürlich von seinem Objektiv in diesem Weitwinkelbereich ist natürlich auch ein entsprechendes Qualitätsmerkmal. Und ein ganz wichtiger Punkt ist insgesamt auch die Streulichtreduzierung. Gerade wenn ich starke Kontraste im Bild habe und die eben ohne Geisterbilder, ohne Reflexionen und ohne den Kontrast im Bildfeld insgesamt zu vermindern, aufzeichnen möchte auf meinen Sensor. Da ist gerade das 15 mm sehr aufwendig konstruiert. Allgemein bei unseren Objektiven, nicht nur bei diesem hier, machen wir sehr großen Aufwand für Streulichtreduktion. Das kommt von unseren Filmobjektiven,
für den Kinofilm, wo wir ja auch einer der Marktführer sind weltweit, ist bei Filmaufnahmen, bei Filmobjektiven diese Eigenschaft besonders wichtig. Und dieses Know-how, das wir da seit rund 120 Jahren nun entwickelt haben, fließt natürlich auch in unsere klassischen Fotoobjektive mit ein. Für die Streulichtreduktion ist zum Beispiel auch die Schwärzung der Linsenränder. Jedes einzelne Linsenelement im Objektiv wird mit speziell entwickelten Lacken von Hand lackiert. Um eben Streulicht, das im Produkt entstehen könnte, nicht bildwirksam werden zu lassen. Sie haben ja mal für uns ein Objektiv aufgeschnitten, ein typisches, um mal zu zeigen, wie es drin in einem typischen Zeiss-Objektiv zugeht. Hier sieht man natürlich, unsere Spiegelreflexobjektive haben reine Ganzmetallfassungen. Wir verarbeiten hier nur Aluminium und Messing in diesem Fall, was auch zu sehr geringen Toleranzen in der Fertigung führt. Wir können so ein Objektiv wesentlich präziser herstellen und innerhalb von engeren Toleranzen in der Serienproduktion als andere Objektive, die eben viele Kunststoffelemente enthalten. Das ist, was die Mechanik angeht, natürlich ein sehr wichtiger Punkt, um die theoretisch-optische Leistungsfähigkeit, die so ein optisches Design haben kann, auch möglichst gut in der Realität umsetzen zu können. Nicht nur die Amateurastronomen, die ganze Welt hat ja in den letzten 20 Jahren eine Revolution erlebt, indem es diesen rasanten Übergang von klassischer Film in elektronische Fotografie gegeben hat. Viele Leute sind mit ihren alten Objektiven, die sie sich über die Jahre angeschafft haben, die auch richtig gut und teuer waren, nicht mehr so recht zufrieden. Was unterscheidet eigentlich ein gutes Objektiv für eine Digitalkamera von einem guten Objektiv für klassische chemische Fotografie? Und wo kann man da vielleicht alte Optik noch besonders gut einsetzen und was geht gar nicht? Ja, das ist nicht ganz pauschal natürlich zu beantworten. Im Prinzip verlangen digitale Sensoren, insbesondere aufgrund der Filterpakete, die eben vor dem Sensor zu finden sind. In der Regel sind das ja Infrarotsperrfilter und vor allem auch Tieffassfilter in verschiedenen Ausführungen, verlangen relativ telezentrische Strahlengänge. Also die Strahlenbüschel des Objektivs sollten möglichst senkrecht auf den Sensor entsprechend treffen. Bei Film hat das keine große Rolle gespielt und manche Objektivtypen, vor allem im Weitwinkelbereich, haben deswegen, nicht das Objektiv hat das Problem, aber die Sensoren haben eben das Problem, dass sie die schräg auftreffenden Randstrahlen von starken, kurzgebauten Weitwinkelobjektiven eben zum Rand hin mit verminderter Leistung letztendlich auf dem Sensor ankommen lassen. Und dies wird natürlich Rechnung getragen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, die Filterpakete vor dem Sensor sind sehr stark reflexempfindlich. Der Film hat sozusagen keine Rückreflexion ins Objektiv damals zugelassen. Bei Sensoren ist das anders. Und man muss, was Objektivkrümmungsradien und so weiter bei einzelnen Linsen, vor allem im hinteren Bereich der Optik, betrifft, muss man unter Umständen die Linsenradien anpassen, um keine Totalreflexion durch den Sensor im System wieder sichtbar zu machen. Letzte Frage noch. Zeiss ist ja recht bekannt dafür, für exotische Objektiventwicklungen für spezielle Kundenkreise in allen denkbaren Bereichen. Gibt es da auch sind da auch schon mal Leute aus der Astronomie auf Sie zugekommen, gerade aus diesem Bereich, und haben dort noch besonderen Objektivtypen gefragt, nach besonderen Entwicklungen, wer sich denn leisten konnte? Also Anfragen gibt es diesbezüglich immer wieder, aber es ist natürlich sehr aufwendig für spezifische Zwecke ein einzelnes Objektiv zu bauen. Viele nutzen natürlich unsere klassischen, in Anführungszeichen normalen Fotoobjektive, auch für astronomische Zwecke. Hier haben wir sehr gute Beispiele, nicht nur im Weitwinkelbereich, das 15 mm, das ich schon erwähnt habe, zum Beispiel das Aposonar 135 mm, das vor allem sehr, sehr gut, was den Farblängsfehler betrifft, sehr gut korrigiert ist und damit sich halt auch hervorragend für so kritische Anwendungen wie zum Beispiel kleine Lichtpunkte am Sternenhimmel, bei dunklem Himmel eben eignet. Herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick in die Welt der High-End-Fotografie. Die Fotokina ist natürlich eine Messe für die Fotografie, was nicht heißt, dass es nicht auch für Amateurastronomen interessante Dinge gibt, wie zum Beispiel Ferngläser. Und Nikon ist ein Fernglashersteller, den wir hier mit unserem Team gerade besuchen. Und ich spreche mit Daniela Becker vom Nikon Marketing Sports Optik. Hallo Frau Becker, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Hallo, schönen guten Tag. Welche Ferngläser präsentieren Sie hier dem Publikum auf der Messe? Im Grunde präsentieren wir unser gesamtes Sortiment, vom Einstiegsmodell bis auch in die Premium-Klasse. Es ist alles vertreten mit allen Größen komplett. Verschiedene Amateurastronomen möchten natürlich für bestimmte Anwendungen verschiedene
Geräte auch haben. Da gibt es so die großen Öffnungen und es gibt die kleinen, kompakten Geräte. Fangen wir mal mit den großen Geräten an. Gibt es da ein Modell, was aus Ihrer Sicht hervorsticht, was besonders für Nachthimmelbeobachtungen geeignet ist, besonders lichtstark vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Wir haben zwei Ferngläser, einmal 10x70 und 18x70, das heißt mit 70 mm Objektivdurchmesser. Das ist natürlich gewaltig und steht für große Lichtstärke. 10- und 18-fache Vergrößerung, das sind auch Porogläser, die sind ganz besonders für die astronomische Beobachtung geeignet. Wenn man bei Ihnen schaut, sieht man, dass die meisten Ferngläser nach dem Dachkantprinzip gearbeitet sind, also so diese längliche Bauform haben. Jetzt erwähnten Sie gerade Poroprisma. Gibt es da einen Grund, warum Sie dieses Design nochmal gewählt haben? Nein, also das kann man nicht sagen. Es ist so für jeden Anwender was dabei bei uns im Sortiment. Deswegen haben wir viele Dachkantprismen. Die sind ja etwas moderner und werden heutzutage sehr gerne genommen, weil sie an sich auch etwas leichter sind, etwas schmaler in der Bauweise. Poroprismen haben für viele Anwender auch ihre Vorteile und werden auch gerne genutzt, insbesondere dann auch für astronomische Benutzung. Wir haben einige Serien, die noch Poroprismen beinhalten. Von daher ist einfach für jeden was dabei. Kommen wir mal zu den kompakten Ferngläsern. Gibt es da ein Modell, was aus Ihrer Sicht erwähnenswert ist? Bei uns in den Baureihen Monarch und Prostaff sind sowohl kleine Gläser dabei mit achtfacher Vergrößerung und kleinen Objektivdurchmessern wie 30 mm. Die würde ich empfehlen. Dann haben wir aber natürlich, was jetzt weniger für die Naturbeobachtung geeignet ist, ganz besonders kleine kompakte Gläser mit achtfacher Vergrößerung, 21 mm Objektivdurchmesser. Das sind dann so die klassischen Taschenferngläser für Sportveranstaltungen, Theater und so weiter. Also. Sie haben auch so in dem Bereich mit 42 mm Öffnung ein Glas, das Sie hier am Stand zeigen. Das ist ja quasi ein Gerät für Tag- und auch Nachtbeobachtung. Was wäre das? Zum Beispiel aus der Premium-Klasse, die Edge-Gläser, die würde ich auch Ihnen oder den astronomischen Beobachtern sehr empfehlen. Mit einem schönen weiten Sehfeld auch, das ist das Edge 7x42, wobei Gläser mit 42 mm Objektivdurchmesser haben wir auch in den anderen Serien. Das heißt, wäre sozusagen für jeden Geldbeutel auch was dabei. Stichwort Geldbeutel, so ungefähr eine Hausnummer, wenn es nachher in den Laden, in den Verkauf kommt, was würde man ungefähr anlegen müssen? Oh, das kommt ganz auf den Bedarf an. Also Sie haben alle Möglichkeiten. Wir haben Gläser im UVP mit ungefähr 200 Euro, 240 Euro, aber es geht auch hoch bis um die 1500. Also da spielt dann die Qualität natürlich eine große Rolle. Was ist dieses 1500er Glas? Was wäre das? Das wären die Edge-Gläser. Das ist wirklich Premium-Klasse bei uns. Sie haben eine ganz hervorragende Optik, super Vergütung, also ganz brillante Wiedergabe. Das war super. Frau Becker, herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg auf der Messe. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und jetzt die Astro-Vorschau für die Monate Oktober und November. Die Zeiten sind für die Mitte des deutschen Sprachraums gerechnet. Bis zum 25. Oktober gilt noch die Sommerzeit. Highlight der nächsten Wochen ist die Saturnbedeckung am Abend des 25. Oktober, die aber sehr schwer zu beobachten ist. Die Planeten nacheinander. Merkur zeigt ab Ende Oktober die beste Morgensichtbarkeit des Jahres. Gegen 6 Uhr wird man ihn am 26.10. über dem Osthorizont finden. Die Sichtbarkeit geht bis Mitte November. Am 16.11. kann man ihn letztmalig gegen 7 Uhr erspähen. Venus steht am 25. Oktober in oberer Konjunktion und bleibt unsichtbar. Mars durchquert die Sternbilder Schlangenträger und Schütze und hält sich zäh am Abendhimmel. Bis Ende November bringt es auf nur noch 5 Bogensekunden Durchmesser und 1,0 Größenklassen. Ein wahres Jahrtausendereignis ist der enge Vorbeiflug des Kometen Siding Spring am roten Planeten am 19. Oktober. Die mit 138.000 Kilometer geringste Distanz zur Marsoberfläche wird erst um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit erwartet, wenn Mars für uns schon untergegangen ist. Ohnehin wird es schwer, den 8,5 Magnituden hellen Schweifstern neben Mars im Teleskop zu sehen. Jupiter im Grenzgebiet der Sternbilder Krebs und Löwe ist Planet der zweiten Nachthälfte. Am 1. Oktober geht er um 2:30 Uhr Sommerzeit auf, am 1. November kurz vor Mitternacht Normalzeit. Ende November erscheint er schon um 22 Uhr. Durch das längere Beobachtungsfenster können immer mehr der gegenseitigen Jupitermonderscheinungen gesehen werden. Zwischen August 2014 und August 2015 kommt es zu einer Serie gegenseitiger Bedeckungen und Verfinsterungen im System der Jupitermonde.
Sehenswerte Ereignisse wie die 10-minütige Bedeckung von Callisto durch Europa am 27.11. um 23.04 Uhr stehen in den Beobachtungshinweisen des aktuellen Interstellarumhefts. Saturn in der Waage wird Ende November von der Sonne eingeholt. Seine Sichtbarkeit endet im Oktober. Am 25. Oktober zwischen, je nach Standort, 18.12 Uhr und 18.30 Uhr wird das Planetenscheibchen von der zunehmenden Mondsichel bedeckt. Das Ereignis spielt sich leider sehr horizontnah und in der hellen Dämmerung ab, für Gegenden in Nordwestdeutschland sogar zeitgleich mit dem Sonnenuntergang. Uranus steht am 7. Oktober mit 5,7er Größe in den Fischen in Opposition. Damit ist er unter guten Bedingungen freisichtig erkennbar. Am 4. November um 18 Uhr kommt es zu einer Beinahe-Bedeckung durch den Mond. Neptun im Sternbild Wassermann ist mit 7,9er Größe ein Fernglasobjekt und abends im Süden zu finden. Der Meteorstrom der Orioniden, der auf Komet Halley zurückgeht, hat sein Maximum am 22. Oktober. Das ist einen Tag vor Neumond. Das allerdings unspektakuläre Maximum der Leoniden tritt am 17. November gegen 23 Uhr ein. Der abnehmende Mond stört nicht, aber mehr als 15 Schnuppen pro Stunde darf man kaum erwarten. Asteroid Nummer 6 Hebe steht am 15. November mit 8er Größe in Opposition. Zu finden ist der rund 200 Kilometer große Himmelskörper 2 Grad nordöstlich von Delta Eridani. Vollmond ist am 8.10. und 6.11. Neumond am 23.10. und 22.11. Die totale Mondfinsternis am 8. Oktober ist etwas für Beobachter im pazifischen Raum und in Europa unsichtbar. Gleiches gilt für die partielle Sonnenfinsternis am 23. Oktober, die von Nordamerika aus zu sehen ist. Zur Sonne. Am 1. Oktober geht sie um 7.15 Uhr auf und um 18.55 Uhr Sommerzeit unter. Am 1. November um 7.04 Uhr bzw. 16.54 Uhr dann wieder mitteleuropäische Zeit. Ein Blick zum Sternenhimmel, wie er am 1. Oktober 23 Uhr Sommerzeit bzw. 1. November 20 Uhr Metz zu sehen ist. Es heißt zwar Sommerdreieck, aber Vega, Deneb und Attair in den Sternbildern Leier, Schwan und Adler sind bis weit in den Herbst hinein hoch am Himmel zu sehen. Gelegenheit also, noch einmal schöne Objekte der Sommermilchstraße anzuschauen, sei es der Hantelnebel M27, der Nordamerikanebel NGC 7000 oder der Cirrusnebel NGC 6960 9295, für den der Deep Sky Atlas O3-Filter empfiehlt. Ein klassisches Herbststernbild ist der Wassermann, der jetzt im Süden steht. Nach Osten schließen sich die unauffälligen Fische an, gefolgt vom Widder mit seinem 2-Magnituden hellen Hauptstern Hamal. Auf sogar 1,2 Größenklassen bringt es Fomalhaut im südlichen Fisch, der in diesen Wochen tief über dem Südhorizont leuchtet. Gegenüber erreicht das bekannteste Sternbild des Nordhimmels, der große Bär, seinen Tiefststand im Norden. Weitere Infos zur praktischen Astronomie gibt es in der aktuellen Interstellarum-Ausgabe Nummer 96, natürlich auch im Digitallabo. Der kostenlose Newsletter und Twitter-Dienst informiert Sie zwischenzeitlich über den astronomischen Stand der Dinge. Infos hierzu finden Sie wie immer auf interstellarum.de. Nun zu den Videos von Zuschauern. Einen sehenswerten Boliden hat Stefan Schick auf dem ITV eingefangen. Uwe Baron den Kleinplaneten 2001 RZ11 am 21. August in Erdnähe. Wilfried Bongartz hat das schöne Display leuchtender Nachtwolken am 3. 4. Juli dokumentiert. Marco Ludwig filmte weitere derartige Erscheinungen in den Nächten vom 17. auf den 18. und vom 23. auf den 24.7. sowie das Polarlicht vom 12. September. Ein herzliches Dankeschön an alle Einsender und vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen, bis demnächst. Clear Skies.